Herr Hecken, wie zufrieden sind Sie mit dem Börsengang der RTL Group heute? Das war ja dann doch ein bisschen am unteren Ende der Preisspanne. Sind Sie dennoch zufrieden? Der Markt hat entschieden. Wir sind sehr zufrieden. Es hat gut geklappt. Wir waren oversubscribed und wir sind sehr zufrieden. Danke. Was ist jetzt eigentlich mit den Erlösen geplant? Was haben Sie vor? Entschuldigung. Was ist mit den Erlösen aus dem Börsengang jetzt geplant? Was haben Sie damit vor? Das sind ja keine Erlöse, die der RTL Group zufließen, sondern Bertelsmann. Und das wird Bertelsmann entscheiden. Dazu können Sie uns jetzt im Moment also quasi noch nichts sagen. Die Frage müssen Sie bitte an Bertelsmann richten, weil die letztendlich entscheiden werden, was mit den Proceeds passieren wird. Können Sie uns schon ein bisschen Ausblick aufs laufende Jahr geben, wie es da läuft? Denn also ich denke, nehme mal an, der Werbemarkt wird jetzt nicht gerade einfacher. Können Sie uns da schon ein bisschen Ausblick geben? Also es ist noch sehr früh. Wir wissen, dass das erste Quartal ganz anständig gelaufen ist. Wir werden am 16.05. auch unsere Quartalsergebnisse bekannt geben. Aber ein weiterer Ausblick ist zum jetzigen Zeitpunkt extrem schwierig. Herr Hecken, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Dankeschön.